Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Mein Name ist Simon. Heute schauen wir uns das AADA oder AADA Lending-Protokoll an. Das Protokoll wurde inspiriert von dem bereits auf Ethereum vorhandenen Lending-Protokoll Aave, wahrscheinlich auch daher der Name ADA. Und mit Hilfe von ADA kann man dezentral Tokens oder auch ADA selbst ausleihen und auch verleihen. Aber wie das genau funktioniert, das schauen wir uns am besten einfach live an in der ADA-App und dafür gehen wir auf Launch-App. Wir befinden uns jetzt noch auf dem Testnet, also das ist noch nicht live am Mainnet, sondern ist erst am Testnet zum Testen, damit man eben dem Entwicklerteam Feedback geben kann, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und um hier diese App zu testen, brauchen wir eine Browser Extension Wallet, in dem Fall Nami oder Eternal. Ich werde mich in meinem Fall mit meiner Nami Wallet verbinden. Man muss hier natürlich sicherstellen, dass man im Testnet-Modus ist. Hier kann man unter dem Account bei Settings Network kann man umschalten auf Testnet. Und über diesen Link, der hier auch auf ADA zur Verfügung gestellt wird, also hier kommt man in das Cardano Testnet Portset und hier kann man eben, wenn man seine Adresse eingibt, dann kann man hier ganz einfach Test ADA anfordern, um eben solche Testnet-Protokolle zu testen. Einfach hier Request Funds, aber ich habe heute schon welche requested, deswegen bekomme ich jetzt keinen mehr. Und wenn wir das haben, dann können wir auch Test-Tokens bekommen, um eben die Seite auch mit anderen Tokens zu testen. Das habe ich bereits gemacht. Und wir sehen hier befinden sich so allerhand unterschiedliche Test-Tokens in meiner Wallet. Die bekommt man alle, wenn man hier auf Mint-Test-Tokens drückt. So, und jetzt sind wir ready und wir können uns die Plattform mal anschauen. Als allererstes haben wir hier den Markt. Das heißt, hier sehen wir, wer von den anderen Benutzern bereits eine Loan-Anfrage produziert hat. Und wir sehen hier sofort auf dem ersten Blick, was die Vereinbarungen dieses Loans sind. Das ist ja eigentlich ein dezentraler Kredit. Das läuft alles über Smart Contracts, also ohne Mittelsmann. Hier wird sozusagen ein Kreditsystem dezentral abgebildet, rein durch Smart Contracts. Und hier sehen wir beim ersten zum Beispiel, will dieser Benutzer 50 ADA bekommen, also ausleihen. Als Kollateral, also als Sicherheit, hat er auch ADA hinterlegt. Da könnte er auch andere Tokens hinterlegen. Und zwar hat er in dem Fall 100 ADA als Sicherheit hinterlegt. Und als Interest, also als Zins, bekommen wir dann 50 ADA. So, und während wir das besprochen haben, wurde der Loan jetzt von einem anderen durchgeführt und jetzt bleibt uns nur noch der über. Also, der will 15.000 ADA und hat als Sicherheit 20.000 ADA hinterlegt und bietet uns an, wenn wir ihm den Loan geben, dann bekommen wir dafür 150 ADA als Zins zurückgezahlt. Innerhalb von 60 Tagen soll das alles abgewickelt werden. Hier sehen wir das Collateral Ratio, das uns sagt, ob dieser Vertrag gut ist oder schlecht ist. Und hier sehen wir, es ist mit dem 1,6-fachen gedeckt. Also es ist relativ sicher. Außer das Kollateral fällt jetzt extrem im Preis. Aber auch für den Fall gibt es Sicherheitsfunktionen im Hintergrund, die dann ab einer bestimmten Position, also ab einem bestimmten Collateral Ratio, eine Liquidation durchführen. Aber das würde jetzt zu weit ins Detail gehen. So, und jetzt ist wieder eine dazugekommen. Also ihr seht schon, das wird hier viel ausgetestet von den Leuten und den geben wir jetzt einfach mal die Funds, die er haben will. Hier sehen wir nochmal die Vereinbarungen. Der Interest beträgt hier 1 ADA, also ziemlich schlecht. Das soll jetzt über einen Tag laufen und er hat das mit 1,5000 ADA hinterlegt. Also das scheint relativ sicher zu sein und das machen wir jetzt einfach mal, indem wir confirmen und dann müssen wir natürlich unterschreiben und unser Passwort eingeben. Zack! Und somit haben wir bereits diesem jungen Herrn diesen Loan, also diesen Kredit überwiesen sozusagen. Wenn ich jetzt reinschaue in meine Wallet, dann habe ich jetzt 1000 ADA weniger und die befinden sich jetzt in dem Wallet von diesem anderen, der diesen Loan angefragt hat. Und wenn ich jetzt in mein Dashboard reingehe, dann sehe ich, das ist dieser Loan. Also nicht verwirren lassen, ich habe davor schon ein bisschen rumgespielt. Also das sind alles die Loans und Borrows, die ich davor schon probiert habe. Aber hier, der ist jetzt dazugekommen und jetzt dauert es einen Tag. Also der hat jetzt einen Tag Zeit, das zurückzuzahlen. Und sollte das nicht zurückgezahlt werden, dann werde ich einfach mit dem Kollateral, das er ja einzahlen hat müssen, in diesen Smart Contract Pool, mit dem werde ich dann wieder ausbezahlt. Also ihr seht schon, wenn man jetzt selbst so einen Loan beantragt, dann muss man diesen Kollateral direkt einzahlen in den Pool. Das heißt, man hat ja eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie zu betrügen. So, umgekehrt können wir natürlich auch einen Loan Request beantragen. Da gehen wir einfach hier auf Loan Request unter Market. Dann sage ich, ich will jetzt ADA haben
Und zwar will er da gerne 50 haben. Als Kollateral hinterlege ich ADA, da ist das sehr begrenzt zwischen ADA und AADA. Und da hinterlege ich auch 50 oder machen wir 60. Und Interest, also Zinsen, sage ich, ich zahle 5 ADA an Zinsen. Okay, dann sagt er mir sofort das Kollateral Ratio, also das Verhältnis zwischen meinem Kollateral, meinem Hinterlegten, durch den beantragten Loan plus Interest, also plus Zinsen, beträgt 0,9. Und da sagt er mir sofort, das ist ein schlechtes Verhältnis, deshalb werde ich wahrscheinlich niemanden finden, der mir das gibt. Hoppala. Das heißt, ich sollte meinen Kollateral erhöhen. Und wenn ich jetzt auf 100 gehe, dann steht hier Kollateralratio 1,51. Das heißt, das ist gesund. Wie könnte ich jetzt einstellen, über wie viel, über welchen Zeitraum ich das zurückbezahlen will? Dann machen wir mal hier 2 Tage. Und wenn ich hier auf Confirm gehe, sehe ich hier nochmal meine Vereinbarungen. Und das bestätige ich jetzt und muss jetzt wieder mit meiner Wallet unterschreiben. Und auch diese Transaktion wurde jetzt auf die Blockchain übertragen. Und wenn wir jetzt kurz warten, dann sehen wir in meinem Dashboard, dass es jetzt noch eine Pending Position ist. Das heißt, bis das jetzt von der Blockchain bestätigt wurde, ist das noch Pending und dann befindet sich es hier in den On-Chain Positions, so wie meine anderen Positionen hier. So, und jetzt ein paar Sekunden später sehen wir, hier befindet sich jetzt unsere neue Request, die wir online gestellt haben und die konnten wir jetzt hier wieder canceln. Und wenn wir auch hier im Market sehen, dann sehen wir, hier taucht jetzt unsere Request auf. Und die kann jetzt ein anderer uns zur Verfügung stellen. So, und jetzt kommen wir gleich zu einer Besonderheit von ADA, nämlich ist das NFT gebunden. Also ihr seht jetzt hier in meinem Dashboard, ich habe jetzt mittlerweile 2 Loans, die aktiv sind. Und ich habe 2x Geld ausgeliehen sozusagen. Das könnte ich jetzt hier zurückzahlen. Und hier drunter seht ihr schon, hier steht NFT Policy. Das heißt, für jeden einzelnen Loan oder Debt, den ich hier mache, bekomme ich ein NFT, das auch dann in meiner Wallet auftaucht. Hier seht ihr das. Bond, Bond, Loan, Loan, Bond. Also 3x Bond und 2x Loan. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, was hier was ist. Aber hier sehen wir schon, zum Beispiel, wenn ich jetzt den NFT finden will für diesen Debt-Auftrag, dann habe ich hier die Policy, die beginnt mit 930 BCA. Und wenn ich hier drauf drücke, dann sehe ich hier die Policy. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Und hier ist sie natürlich die allerletzte. 930 BCA, das ist jetzt das NFT für diesen Auftrag. Und das Besondere daran, dass das ein NFT ist, ist, dass ich das jetzt jemand anderem schicken könnte. Beziehungsweise könnte ich dieses Finanzprodukt verkaufen. Ich meine, im Fall vom Zurückzahlen macht das jetzt vielleicht weniger Sinn als im Fall von einem Loan. Denn da verdient man ja dann das Interest. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann auch ein Marktplatz existieren, wo man eben auch diese Produkte, die man hier abgeschlossen hat, dann handeln kann. Und zwar in Form von diesen NFTs. So, und wenn ich jetzt das NFT jemanden anderen schicken will, also sagen wir, ich will dieses Debt-NFT jemanden anderen schicken, weil wir das so ausgemacht haben, dann kann ich das ganz einfach machen. Ich gehe jetzt hier einfach auf meinen zweiten Account und hole mir meine Testnet-Adresse. Dann gehe ich wieder zurück auf meinen Main-Account, suche mir den NFT raus, den ich schicken will. Das ist der 39 BCA, gehe auf Send und kann hier dann die Adresse einfügen. Da schlägt es mir eh schon vor, weil es in der gleichen Wallet drin ist. Und dann kann ich das einfach senden, so wie gehabt, indem ich das Passwort eingebe. Und wir sehen hier schon, das NFT befindet sich nicht mehr in meiner Wallet. Aber wenn ich jetzt auf meine zweite Wallet gehe, dann habe ich hier dieses NFT drin. Und ihr seht schon, im Hintergrund hat sich direkt auch meine zweite Wallet jetzt verbunden. Und in meinem Dashboard befindet sich jetzt nur mehr noch dieses NFT, das ich mir gerade auf meinen zweiten Account geschickt habe. Und das ist schon eine Besonderheit an diesem AADA-Protokoll, dass das sozusagen dann NFT gebunden ist. Und man dann diese NFTs natürlich auch handeln kann und ganz einfach den Besitz übertragen kann an andere Wallets, wie ihr hier gerade gesehen habt. Und ihr seht schon, in diesem Dashboard, jetzt habe ich wieder zurückgeschalten auf mein ursprüngliches Wallet, befindet sich jetzt dieses 39er NFT nicht mehr. Und jetzt ist auch etwas ganz Interessantes passiert, nämlich in diesem Loan, den wir gegeben haben, hat der andere Benutzer den zurückgezahlt. Und hier steht es in unserem Status Interest Paid und jetzt können wir unseren Interest abholen. Das heißt, er hat jetzt diese 1000 ADA, die wir ihm geliehen haben, zurückgezahlt, plus den Interest von einem ADA. Und das bekommen wir jetzt wieder zurück, wenn wir das natürlich wieder unterschreiben mit unserer Wallet. Zack, 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 zack.
Und die Transaktion wurde wieder erfolgreich übermittelt und in Kürze befindet sich das Geld wieder in unserer Wallet. Also ihr seht hier schon, das funktioniert tadellos hier auf dem Testnet. Und wir machen jetzt auch mal einen Repay, damit dieser Herr sein Geld wieder zurückbekommt. Und zwar machen wir das bei diesem. Und hier sehen wir schon, wir haben uns ja 50 AA da ausgeliehen in diesem Fall und versprochen, dass wir ihm 200 Sunday Tokens zurückzahlen als Interest. Und dafür bekommen wir auch unsere 100 ADA Kollateral, also unsere Sicherheit, die wir hinterlegt haben, bekommen wir in unsere eigene Wallet wieder zurück. Das unterschreiben wir jetzt wieder so wie gehabt. Und unsere Transaktion wurde wieder erfolgreich übermittelt. Und wenn wir jetzt mal hier das aktualisieren, dann sehen wir hier, wird das jetzt gerade auf der Blockchain abgewickelt. Und das dauert natürlich ein paar Minuten, aber währenddessen finde ich, muss ich auch noch sagen, dass ich das ziemlich cool finde, dass man hier eigentlich unterschiedliche Tokens auch als Kollateral und Interest nehmen kann, denn das ergibt dann schon sehr interessante Kombinationen. Also hier kann man alle möglichen Tokens ausleihen, zum Beispiel Mint-Tokens und das hinterlegen mit ADA und den Interest, also die Zinsen dann auszahlen in Liquid-Tokens zum Beispiel. Hier kann man maximal auf 365 Tage gehen, wenn ich hier 1000 eingebe zum Beispiel. Das ist das Maximale, also ein Jahr. Und hier entstehen schon ganz interessante Kombinationen dann. Natürlich stellt sich auch jetzt die Frage, erstens, was passiert, wenn der Kollateral, also meine Sicherheit, die ich hinterlegt habe, extrem im Wert sinkt. Das heißt, dass eigentlich mein ursprünglicher Lohn nicht mehr gedeckt ist vom Kollateral. Und das sehen wir dann im White Paper, dass es hier das so genannte Liquidations-Modell gibt, auch von AADA. Das heißt, wenn wir dann einen Held-Faktor von unter 1 erreichen und dann wird ein gewisser Teil liquidiert und eben günstiger angeboten, um den Kredit weiterhin zu decken. Dann stellt sich auch die Frage, woher weiß denn das Lenny-Protokoll überhaupt die aktuellen Preise und wie das gehandelt wird? Zum Beispiel Meld zu ADA. Wie wird das gehandelt? Und das funktioniert über sogenannte Oracles, Preis-Oracles. So wie zum Beispiel Charlie 3, wie hier im White Paper steht, das kann ich auch euch gerne verlinken. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht, was so ein Oracle ist, im Beispiel von Charlie 3. Und auch diese Liquidation-Preise werden ermittelt durch Oracles. Es stellt sich natürlich auch noch die Frage, für was dieser AADA-Token gut ist. Da finden wir die Antwort direkt auf der Homepage von AADA und zwar im FAQ ganz unten. Why should one hold AADA-Token? Und hier steht diese Gebühren, die auf der ADA-Plattform generiert werden, die werden an die Tokenhalter verteilt. Das heißt, man verdient hier passiv Geld. Man hat auch Voting-Rechte in der DAO, die gebildet wird vom Team. Und man kann natürlich auch die ADA-Token staken, hier unter dem Staking-Reiter. Das funktioniert jetzt am Testnet noch nicht. Aber im White Paper können wir lesen, dass man eben Staking-Rewards verdient, wenn man das staked im sogenannten Safety-Module. Aber man muss sich auch dem Risiko bewusst sein, denn im Fall eines sogenannten Shortfall-Events, so wie sie das hier nennen, wird auf diese Staking-Funds zurückgegriffen bis zu einer Höhe von 30%. Also bis zu 30% dieser Staking-Funds in dem Stake-Pool werden dann verwendet, um sogenannte Shortfall-Events zu verhindern bzw. abzufangen. Und diese Shortfall-Events sind unter anderem Smart Contract Risks, also irgendein Exploit im Smart Contract, irgendein Fehler, der was dann gehackt wird. Liquidation Risk, falls irgendein Token auf Null geht oder komplett im Preis fällt. Oder auch eben solche Oracle Failure Risks. Denn so ein Oracle kann ja auch passieren, dass das einen komplett falschen Wert liefert. Woraufhin natürlich auch solche Liquidations passieren könnten, wenn das Oracle falsche Preise oder falsche Handelspreise liefert. Also dem muss man sich bewusst sein, wenn man dann die ADA Tokens staked. Ja, ich denke, das waren eigentlich alle wichtigen Punkte zu dieser ADA Lending Plattform. Ihr könnt das auch gerne mal selbst ausprobieren und diverse Loans machen oder auch Sachen selbst verleihen und mal schauen, wie das alles so funktioniert. Wie gesagt, das Coolste an der Sache ist einfach, dass alles komplett dezentral funktioniert, alles über Smart Contracts funktioniert, ohne Mittelsmann, genauso wie das bei Krypto laufen muss. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder falls ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like da und am besten ein Abo, das würde mich am allermeisten freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.